So, also willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Test. Gucken, was ich da für Scheiße verzapft habe. Ich schätze mal, ich habe wieder vergessen, die Sachen reinzutun. Weil das Witzige ist, selbst wenn das Stock unlimited ist, musst du die Sachen immer einmal drinne haben. Ne? Und ich schätze mal, ja, ich habe hier gar nichts drinne. Das war so klar. Hier habe ich auch nichts drinne. Wow. Gut, hier passt es, hier passt es. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist halt so. Deswegen musste es, wie gesagt, die Sachen, die man verkauft, müssen immer, also die man, ja doch, genau, die man verkauft, müssen immer einmal drinne sein, selbst wenn es unlimited ist. Scheinbar versucht er, selbst wenn man Admin ist, einmal eins wegzunehmen, nur dass halt die Zahl dabei nicht verringert. Aber wenn es erst gar nicht drinne ist, hat das nichts, wovon es wegnehmen kann. Irgendwie so war. Ich habe keine Ahnung. Ja. Wahrscheinlich haben wir es auch genau deswegen letztens nicht gekauft. Jetzt verstehe ich das, warum wir letztens Käfer gekauft haben. Ja, alles andere passt. Denn nur die beide wussten es nicht. Ne? Okay. Gut, das heißt, wir brauchen einmal alle Paprikas. Paprika. Scheiß die waren dann. Mann, wie heißt die Kacke? Pepper. So. Gib mir mal einmal her. Gib mal einmal her. Gib mal einmal her. Gib mal einmal her. Und Brett. Gib mal einmal her. Gib mal einmal her. Guck mal, gibt es gar nicht alles. Sonnenbrot. Sonnenblumenbrot. Ich überlege gerade, ob ich hiervon noch eins anbiete. Geschnittenes Brot, Knoblauchbrot. Oh, klingt schon arschgeil. Das anbieten? Nee. Kürbisbrot ist halt auch schon geil. Ah, es gibt so viele gute Sachen. Ja, ich glaube, das hier mache ich auf jeden Fall. Gib mir das mal zweimal. Passt noch irgendwas in diese Richtung? Irgendwas so in Richtung Brot. Donut. Ich meine. Oh, Pizza. Paella. Okay. Oh, ist das hier? Toast. Ah. Okay. Toast Sandwich. Hä? Man macht doch ein Toast-Sandwich? Macht man da nicht, indem man geschnittenes Brot, getoastetes Brot und geschnittenes Brot? What? Ich habe Fragen. Ja, stimmt, Tofu würde noch dazu passen. Tofu würde am ehesten dazu passen. Ja, genau, mehr gibt es nicht. Was? Ich mache erstmal einfach nur Reiswaffel. So, gib mir mal 10er. Ah, ne, 5er. Dann gib mir mal 5er. Und ich sehe gerade, wir brauchen. Habe ich denn da? Noch ein. Jetzt weiß ich gar nicht, wie war das?
Wenn man mehrere Sachen anbietet, also eine höhere Stückzahl als 1, muss man denn auch die höhere Stückzahl im Lager haben? Haben wir hier irgendwo mal so einen Präzedenzfall? Liegt doch am Arsch. Verdammt. Ich fühle mich verarscht. Es ist immer nur 1. Ja, verdammt. So, hier haben wir erstmal das, das, das und das. Weil hier haben wir nämlich immer 2. Jetzt weiß ich nicht, ob wir da auch 2 reinpacken müssen. Oder ob 1 reicht. Customer. Genau, ich brauche Geld. Customer. Ja, man braucht also wirklich dann auch immer 2 drinne. Okay. Gib mir mal eins, gib mir mal eins und gib mir mal eins. Ich jetzt das Customer reingehe. Aha. Jawohl, ja. Nice. Gib mir alles, was du hast. Ja. Obwohl. Alles, was du hast, ist schlecht, wenn es unlimited ist. Ja, gut. Jürgen, dann, hello. Scheint das da zu klappen. Verdammt. So, jetzt müssen wir in der Lage sein. Hier wollten wir kaufen. Jawohl. Nice. Na dann, ab zu den Beten. Können wir erstmal eine Runde beten? Geht mal auf hier. Eines Tages werde ich noch vom Zug überfahren. Weiß ich jetzt ja schon. So, also, wir haben folgende Sachen, wie wir halt einfach nur alles einmal haben. Das ist deprimierend. Gut, ich packe erstmal die Sachen, bevor wir ganz viele haben, an den Anfang. Dann mache ich davon erstmal ganze Felder. Von den anderen Sachen mache ich dann jeweils mache ich ein Feld, wo erstmal alles kultiviert wird. Mache ich mit die Sachen, die ich ganz viel habe, schon mal ganz am Ende. Vanille! Oh. Vanille muss aber ganz am Anfang kommen. Also das ist aber hier, das ist aber die Ausnahme so. Das ist davon haben wir auch schon 100. Wow. Ah, scheiße. Ich. Verdammt. Gut, dann mache ich halt so ein halbes Feld. Das ist ja immer nur eine Hälfte pro Feld. Verdammt. Gut, dann. Was soll's? So, jetzt mal die beiden Sachen schon mal. So. Fünf, ne? Nee. So. Und jetzt kommt das alles erstmal wieder nach oben. Was haben wir denn hier?
Stachelbeerenbusch? Das haben wir doch schon. Ach nee, Stachelbeerenbusch, weil das fünfte und wir haben nur vier. Genau. Da fehlt noch ein bisschen was. Ja gut. So, und jetzt machen wir hier alles andere ran. Achso. Das muss ich jetzt mal klein schneiden. Verdammt. Schneidebrett, ich komme. Dann bringe ich auch gleich mal eine Schaufel mit. Da kann ich nämlich schon mal die Stachelbeer-Dinger da kultivieren. Weil die kann man nämlich ganz, ganz easy vermehren. Das geht ratzfatz. Schneidebrett. Schneidebrett dürfte bei Werkzeugen gewesen sein. Ja. So, dann haben wir schon mal das. Und da brauchen wir eine Schippe. Aber das war mal Fail des Jahrhunderts. Ja. Unsere Nahrung ist auch ein absoluter Fail. So. Okidoki. Nee. Perfekt. Haben wir hier also auch schon mal vier? That's not bad at all. Oh, Elektro haben wir auch schon eine ganze Menge. Können wir das eigentlich schon hier nicht hinpacken? Oder haben wir das bereits angepflanzt? Warte mal kurz. Nö. Aber noch nicht. Okay. Dann. Kommst du nämlich nach hier. So. Das fehlt nur. Oh, und das war's schon. Tada. So, und du kommst dann nach hier. Na komm schon. Hä? Es ging noch mal. Müssen wir eigentlich ab und zu zwei kommen? Ich bin verwirrt. Man konnte doch mit der Schaufel vermehren. Oder wurde der Bug mittlerweile behoben? Wenn es ein Bug war. Oh, guck mal, hier sind auch noch ganz viele. Guck mal kurz, haben wir ganz zufällig noch welche. Ich pflanze ihn erstmal kurz hin. Kann nämlich sein, dass er sich nur dann vermehrt, wenn der. Also, ne, wenn da richtige Bären noch dran sind. Haben wir hier einen mit Stachelbeeren dran? Ne. Schau dir diesen Hafen an, Alter. Todi, du geiler Ficker. Das sind die einzigen, die wir hier noch haben. Lol. Anzeichen hat er längst vergessen. Ah! Nee, okay, also wenn sie ausgewachsen sind, verwenden sie sich auch. Oh.
Auch nicht. Entschuldigung. Sag mal. Ich hasse die Schippen. Ich pack die mal hier auch ein bisschen sichtbarer hin. Hier so zum Beispiel. So, easy. Dann ist der für die Optik. Dann muss es aber doch so gewesen sein, dass man die einfach so abbauen kann. Ah, willkommen zum spannendsten Let's Play. Wahnsinn ist es, immer wieder das Gleiche zu tun und auf ein anderes Outcome zu hoffen. Und Wahnsinn ist es, immer wieder ein Let's Player dabei zuzugucken, wie immer wieder das Gleiche macht. Boah, nicht kein Bock mehr. Hä? Wie ging denn das? Verdammte Scheiße. Ich bin verwirrt. Wenn ich jetzt hier abbaue. Ja, siehst du, jetzt habe ich 9. Moment mal. Ah, okay, ja, siehst du, habe ich immer noch nur 9. Das heißt, man muss wirklich warten, bis die Dinger Früchte tragen. Nur dann vermehren sie sich. Okay. Oh. Ach, leg mich. Okay, das können wir übrigens hier allgemein mal ernten. Oh. Hä? Ja, eben haben wir gar keine Beeren bekommen. Was ist das für eine Schweinerei? Ich möchte kurz mit meinem Anwalt sprechen. Oh, ja, jetzt haben wir überall 20 Bären. Let's go. Das heißt, wir müssen auch bei den Dingern warten, wirklich bis sie einfach Früchte tragen. Das dauert ja zum Glück nur 30 Jahre. Also es ist halt random, ne? Teilweise kommt es sehr schnell und teilweise können sich diese Dinger aber auch wirklich Ewigkeiten Zeit lassen. Aber man merkt ja hier, man hat ja hier auch gesehen, dass jetzt hier teilweise Sachen immer noch nicht gewachsen waren. Obwohl alles andere schon lange fertig war. Also das ist... Die Dinger, die können einen echt in den Wahnsinn treiben. Vor allen Dingen, wenn man wirklich mal warten muss, wenn man irgendwas braucht, genau dann lassen sie sich Zeit. So richtig Dickmove-mäßig. Alter Opfer. Aber wir haben jetzt zum Glück 2. Vielleicht. Aber dadurch ein bisschen mehr Glück. Ich weiß gar nicht mal, wo wir die Dinger überhaupt gesammelt haben. Haben wir überhaupt gesammelt? Bisher? Ah ja, doch. Haben wir. 100 sieht ja schon... Boah. Ah, von den Männern haben wir am meisten. Wieso kann ich da gleich mal essen? Kann man die essen? Wow. Die bringen auch voll viel. Kann man die essen? Nee, kann man nicht. Schade. Haben wir die Büsche an sich auch? Nee, ne? Nö. Dann wäre ich ja fast gewillt, die hier hinzuhängen. The hell? Nope. Definitiv nope. So. Moment, ich muss ganz sagen, was wir eingepflanzt haben. Achso, hier sind die Reste. Dann können wir eigentlich
mal ein bisschen Bohnenmehl schnappen oder die Sachen, die wir nur selten haben, kultivieren. Wir haben ja eine Menge Bohnenmehl. Gib mal her. Oh, Gott, dunkel. Wie viele sind on? Oh, drei. Gut, das schaffen wir mal für die anderen mit. War's ein schöner Tag. Let's go. Die ganze Nacht Tür offen gelassen. Easy. So. Ach ja, schon, die kriegen ja über Nacht auch einen Wachsschub, ne? Komplett vergessen. Oh. Der erste. Wie heißt das Ding auf Deutsch? Kürbis. Der erste Kürbis ist fast fertig. Also. Oh, auf der Zielgerade. Auf dem Weg zur Zielgerade. Die Melonen lassen sich noch Zeit. Problem ist halt immer bei den Pflanzen, man weiß nie, wie sie fertig aussehen. Von daher weiß man auch nie, wann sie fertig sind. Ha. Das Einzige, was immer ein guter Indikator ist, wenn alle Pflanzen in einem Beet gleich aussehen, dann kann man davon ausgehen, dass sie fertig sind. Ja. Ist hier schon was gewachsen? Nee, haben wir noch keine Beeren. Leck mich doch. Gut, dann, Ah ja, weil links klickt, ne? Ah. Das ist geil. Cool, man kann sogar entscheiden, welche Farbe man haben möchte. Das ist natürlich sehr schnieke. Was hast du? Aber ich glaube, Samen bekommt man nur aus den letzten, ne? Ja, nass. Alle doch, geht alle. Ja, okay, cool. Sehr nice. So, erstmal hier weiter. Das, was halt ein bisschen schade ist, wenn sie nicht mehr weiter wachsen können, dann kommt zwar keine Blubberbläschen mehr raus, wenn man Brunnenmüll raufgibt, aber man verbraucht das Brunnenmüll trotzdem. Man kann also nicht einfach endlos lange raufdrücken und ja, ist auch schon fertig. Gott, braucht die lange. Dammit. Achso, ich brauche noch eine Ja, wo? Man kann auch so. Gut, bei den Kürbissen können wir mittlerweile eigene Felder anlegen. Das macht ja schon. Können wir schon ordentlich was raus. 16 Stück hier. 16 Stück da. Das lohnt sich ja. Hä? Yeah. Achso. Ja, aber auch schon ordentlich was. Wird ja langsam. Nein. Dead. Mother of God. Die kann ich nicht essen, ne? Okay. So. Ach komm. Du nach da und da. Du nach da und da und da. Du nach da und da und da und da. So, und hier machen wir schon mal neue Felder. Hier machen wir auch schon mal neue Felder. Und hier machen wir auch schon mal ein neues Feld. So. Das sieht auch gut aus. Wir brauchen definitiv mal Bone Meal. Die fressen doch ganz schön weg. Oh, halt, wir fehlen noch ein paar Sachen.
Ja, egal. So, ich sehe jetzt eigentlich hier auch. Ich habe gerade 12 Stück dafür verschwendet, dafür, dass es wahrscheinlich eh nicht geht. Ich fühle mich so leer. So, nehmen wir mal hier einen ganzen Stack davon mit. Eigentlich kann man jetzt erst so viel Holz bekommen. Und mal schauen, wovon wir am meisten Blätter haben. Wahrscheinlich mittlerweile auch Dschungel, wobei, ne, so viel sind es gar nicht. Oh, ich sehe ja aber nicht am meisten. 6000, leg mir im Arsch. So, das sollte jetzt mal reichen. So, dann nehmen wir mal einen ganzen Stack und probieren mit dem ganzen Stack nochmal, ob das Ding hier dadurch wächst. Stimmt, man kann ja auch selbst auf Sachen raufdrücken, die gar keinen Baum unterstützen. Und es geht trotzdem weg. Hier zum Beispiel. Ja, geht's auch weg. Leck mir Morsch. Das ist ja Scheißendreck. Alter, 7 Stück brauchen die Erdbeeren. Oh, so noch nicht fertig. So. Wäre schön, so wie das hier, weil ich auch was in der Hand hätte, womit ich das einfach gefangen abbauen kann. So, das kommt erstmal da. Du kannst erstmal weg, das brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. So. Na gut, er kann wirklich gleich richtig einpflanzen, aber schon ordentlich. Ja, glaub mal, dann wird das Feld hier direkt für Erdbeeren genutzt. Einfach weil Erdbeeren das Beste. So. Gott, so viele Erdbeeren. Aber manchmal haben wir nicht schon.
Ah ne, ist Kaffee. Ja, kann mir gerade wieder, da kam gerade bekannt vor. Nicht, dass wir es doch schon irgendwo haben. Und ich mich nur nicht mehr dran erinnern kann. Oh, guck mal, hier haben wir auch. Was ist hier los? Was hier passiert? Hey, wir haben ja schon Vanille. Leute, ich bin verwirrt. Ich glaube, wir haben damals gar nicht richtig aufgepasst, kann das sein? Dann kann es also doch sein, dass wir schon Erdbeer haben. Nö. Zumindest das haben wir noch nicht. Aber manche Sachen, die wir hier haben, haben wir da vorne schon irgendwo. Stimmt, die wollten die Sachen ja auch kultivieren. Ey, wir brauchen mehr Felder. Der Berechner muss auch noch weg. Ah, Mann, ey. Es gibt einfach zu viele Sachen. Und dabei haben wir schon pro, also nur ein halbes Feld pro Dings. Ah ja, ah ja. Bis zur nächsten Folge.